Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück hier im LS22. Und zwar wurde ich demnächst gefragt, Jimmy, wie machst du das eigentlich oder wie kriegst du das so gut hin, dass du unebene Flächen wieder schön gerade ziehst, damit man da auch ordentlich was drauf bauen kann. Dazu habe ich mir dann gedacht, wisst ihr was, ich mache euch dazu mal ein kleines Guide. Ich befinde mich hier tatsächlich auf der Karte der Ostseeküste und habe hier so eine Feldfläche mal nur mit Gras besiedelt, damit ihr auch seht, wir haben da so ein paar Unebenheiten drin und das Ganze fällt nicht nach hinten ab, sondern es ist steigend nach hinten nach oben. Und ja, es gibt hier so ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze zum einen gerade ziehen kann, zum anderen aber auch, wie man das Ganze hier zum Beispiel auch ein bisschen mit kleinen, wie soll ich sagen, so kleinen Inseln, so kleinen Absätzen sich relativ schön gestalten kann. Und dazu jetzt einmal mehr und wir springen einmal rüber ins Baumenü und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. So Leute, hierzu sehen wir, hier unten ist unser Eingang. Das hier ist die ganze Feldfläche und wir gehen jetzt mal hin und unterteilen uns diese Feldfläche so in drei Abschnitte, quasi einmal den oberen Teil hier, den mittleren Teil und den unteren Teil. Und am besten arbeitet ihr hier nicht mit der Bodenanpassung oder mit dem Glätten, sondern ihr arbeitet mit dem Format Hügel. Und dazu ist es eigentlich relativ simpel, denn jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, damit ich hier mir den HUD einmal einblende, so. Entschuldigung. So, mit F1. Genau, Landschaftsbau. Der geht auf die Hügel-Variante. Und nehmt euch jetzt zum Beispiel einfach mal die... Wir nehmen mal diese Pinsel... Wir machen den Pinsel mal ein bisschen größer. Aber ändern den Pinselform zum Beispiel auch mal hier in dieses Dreieck, in dieses Viereck. Und zwar, jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr euch einen Punkt setzt. Und zwar, wenn wir jetzt hier oben anfangen würden, dann würden wir jetzt hier einfach mal den Punkt an dieser Stelle hier nehmen. Den wählt ihr aus einmal mit Rechtsklick, denn dann ist einmal Hügel Zielpunkt setzen angewählt. Ich würde aber sagen, wir nehmen hier das, damit wir hier auch die richtige Höhe haben für die Ein- und Ausfahrt. Einmal rechtsklicken, dann habt ihr dieses Format gesetzt und dann könnt ihr hier einmal die ganze Fläche anpassen und die wird dann dementsprechend genau auf die Höhe, die ihr eben gewählt habt, angeglichen. So, jetzt habt ihr hier einmal eine komplett gerade ebenerdige Fläche, die auf diese Höhe hier angepasst ist. Jetzt wollen wir das natürlich das Ganze weiter fortführen und wollen uns hier auch dann dementsprechend gleich die nächste Fläche vornehmen. Ich würde sagen, wir machen das mal hier noch ein ganz klein bisschen größer. So, und ziehen das hier mal noch so ein Stück nach vorne. So, jetzt haben wir hier einmal die komplette Fläche so hier vorgezogen. Natürlich kostet das auch ein bisschen Kohle, ne? Ist ja klar. Jetzt nehmen wir uns hier diesen Teil und sagen wieder einmal Rechtsklick. Hügelzielpunkt ist gesetzt. Jetzt wird hier der Hügelzielpunkt auch einmal komplett auf die vorkonfigurierte gesetzte Fläche gesetzt. Jetzt können wir das Ganze natürlich auch wieder bis hier vorne hinziehen. Das kostet natürlich jetzt auch Unmengen an Cash, aber so ist das dementsprechend halt. Aber es wird nachher alles eine komplette Fläche und es ist ebenerdig. Jetzt seht ihr auch hier, wir haben hier eine komplette gerade Fläche, die wir nehmen können. Tja, jetzt haben wir hier schon mal Ebene 1, 2 und 3. Jetzt fehlt eigentlich nur noch hier der untere Teil. Und da nehmen wir natürlich hier unten die Fläche und setzen... Oh, das war natürlich hier jetzt ein bisschen problematisch, dass wir so weit hier unten waren. Aber das ist nicht so schlimm. Das können wir gleich wieder fixen. Jetzt setzen wir hier uns die nächste Fläche. Die wird natürlich jetzt dementsprechend auch ein bisschen krasser sein. Also von der Steigung hier. Aber auch da... Macht euch keine Sorgen, alles gut, wir kriegen da gleich einen Weg nach oben hin. Das sollte überhaupt gar kein Problem werden. Jetzt haben wir natürlich hier unten einmal ein kleines Fauxpas gestaltet, aber das können wir einmal mit dem Glätten-Tool hier wieder anpeilen und dann einmal hier wieder alles gerade ziehen und dann ist hier die Straße
soweit wieder on fleek. Wir müssten jetzt natürlich, also ich müsste mich jetzt persönlich selbst hier noch woanders hinstellen, damit wir auch hier die ganze Fläche komplett richtig gestalten. So, jetzt haben wir hier einmal das Ganze hier gut angepeilt und angepasst. Wir können jetzt hier die Kanten noch ein bisschen theoretisch glätten, aber das machen wir später. Denn jetzt nehmen wir wieder unser Hügeltool und wir wollen ja hier zum Beispiel so eine, ja, so das Ganze ein bisschen abfallen machen, damit wir hier auch dann von der einen Ebene zur nächsten Ebene fahren können. Dazu nehmt ihr wieder hier oben die Funktion mit Rechtsklick und zwar einmal den Hügelzielpunkt setzen. Dann haben wir jetzt hier oben den Hügelzielpunkt gesetzt. Und jetzt nicht von oben nach unten ziehen, sondern einmal von hier ganz locker immer mehrmals hier nach oben ziehen. So. Hier noch ein bisschen. So, jetzt haben wir hier, wie ihr seht, eine Auffahrt geschaffen. Die können wir dann gleich auch noch mit Glätten ein bisschen feiner gestalten. Ebenso machen wir das Ganze jetzt hier und hier auch wieder dran denken, wir müssen hier den Punkt nehmen. Also wieder Rechtsklick, Hügelpunkt setzen und das Ganze noch einmal. Zack, 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 zack. Und schon haben wir hier die einzelnen Ebenen miteinander verbunden. Jetzt können wir hier noch ein bisschen mit Glätten arbeiten und würde ich sagen, wir machen das Ganze hier noch ein bisschen glatter, damit der Übergang hier ein bisschen weicher ist. Genauso natürlich auch hier und auch nach hier. So, das Ganze ein bisschen feiner gestalten. Wir können das natürlich auch hier ein bisschen rüberziehen, damit hier der Ganze ein bisschen glatter ist. Natürlich könnt ihr aber auch sagen, ey, nee, ich will das gar nicht so flach haben. Ich möchte das Ganze wirklich ein bisschen extremer haben. Dann einfach noch ein bisschen mit der Hügelform hier wieder ein bisschen in die Ecke reinarbeiten. Da könnt ihr dann einfach hier wieder Rechtsklick nehmen und könnt hier das Ganze ein bisschen so gestalten. So, jetzt habt ihr hier zum Beispiel wieder eine Stelle, die ein bisschen kantiger ist. Ebenso können wir das natürlich auch hier machen. Dann nehmen wir hier wieder unseren Rechtsklick, den Hügelpunkt und fahren so weit hier vorne ran, bis wir gesagt haben, ah, das reicht uns so. So, jetzt können wir hier oben nochmal, um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten, hier die Ecke nochmal ein bisschen mehr nehmen. Und dann können wir theoretisch hingehen und sagen, wir wollen das Ganze hier noch ein bisschen glatter machen. Also der Übergang hier, dass das ein bisschen weicher ist und nicht ganz so hart. Einfach noch ein bisschen mit der Glättfunktion drüber, genauso auch hier unten, damit das ein bisschen weicher ist. Wir können hier nochmal drüber gehen, damit das Ganze dementsprechend noch ein bisschen weicher gestaltet wird. Hier auch. Auch hier nochmal. Ich mag es dann doch ein bisschen weicher. Hier oben auch. Und dann sieht man auch schon, wie sich das Ganze hier wieder ein bisschen verändert und hier ein bisschen mehr Rundung kommt. Und Leute, ja, das war es vom Prinzip her eigentlich schon. Also arbeitet gar nicht so viel mit dieser Funktion Bodenanpassung, sondern um glatte Oberflächen zu bekommen, nehmt die Hügelfunktion, nehmt euch einen Punkt, macht einen Rechtsklick, dann habt ihr einen Hügelzielpunkt gesetzt. Das heißt, alles was dort ist, wird an diese Stelle sowohl nach oben als auch nach unten gesetzt. Und dann könnt ihr hier arbeiten, 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 alles glatt ziehen. Tja, Leute, das war's eigentlich auch schon. Das war das ganze Phänomen und ich glaube, das war ganz hübsch so. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Guide gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Und falls ihr auch weitere Guides haben möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes haben wollt. Und dann werde ich euch dazu sehr gerne ein Video machen. Ja, falls ihr das Ganze natürlich nicht verpassen wollt, gerne das kostenlose Abo mitnehmen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.